Hallo Gorillas und willkommen hier in der Hall of Sports am Tag der offenen Tür und beim Calisthenics Meetup 3.0. Ich bin heute hier mit der Christina aus Bremen und wir machen heute ein kleines Interview, um mal herauszufinden, wie du zu Calisthenics gekommen bist, wie du zu Coronation gekommen bist und wie du gerne trainierst und deine Tipps zum Calisthenics Training. Also, wir fangen an. Christina, wer bist du? Ich bin Christina, ich bin 23 Jahre alt und ich komme aus Bremen. Aus Bremen. Du hast gerade gesagt, du trainierst viel in Rothenburg. Genau, in Rothenburg. In Rothenburg bin ich aufgewachsen, habe da auch angefangen mit Calisthenics und bin dann nach Bremen gezogen wegen der Ausbildung und habe da jetzt weitergemacht, aber gehe immer noch zu meinem alten Team zum Training, weil es für mich wie Familie ist. Sehr cool. Wie heißt das Team? Sparrow, Street Workout Rothenburg. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Auf jeden Fall eine Community da. Und wie bist du zu Calisthenics gekommen? Ich habe vor circa 2 Jahren einen Auftritt gesehen von dieser Gruppe und wollte das dann unbedingt machen, war vorher schon im Fitnessstudio und fand es aber irgendwie viel ästhetischer und auch die Gemeinschaft fand ich toll und deswegen habe ich damit angefangen. Sehr, sehr cool. Wo stehst du im Moment so? Also was sind so Übungen, die du kannst und die du gelernt hast? Also ich kann viele Klimmzüge und auch Dips ist kein Problem. Ich bin gerade dabei, den Muscle-Up zu lernen und den Backlever und bin noch nicht so weit gekommen, weil ich oft verletzt war, aber ich bleibe immer am Ball. Was waren so deine typischen Verletzungen? Ich hatte vor 1,5 Jahren eine Schulter-Eckgelenksprengung. Da bin ich runtergefallen von der Hebelfigur und hatte dann auch eine OP mit der Nase. Also ja, alles nicht so schöne Geschichten. Okay, gut. Das ist auf jeden Fall was, was sich aus meiner Sicht immer durchzieht. Calisthenics, sag ich mal, auch bei Calisthenics ist halt oft so, Verletzungen treten auf und es ist irgendwie immer dieser Struggle zu versuchen, dass man trotz der Verletzungen vorwärts kommt und nach den Verletzungen halt wieder maximal effektiv trainiert. Wann war dein erster Kontakt mit Coronation und wie? Das war letztes Jahr bei der Deutschen Meisterschaft. Da wart ihr auch da und habt eure Sachen vorgestellt und da habe ich auch das Shirt gekauft. Sehr cool. Und bin dann bei euch geblieben, weil ich einfach die Qualität gut finde. Sehr cool. Und was war dein erstes Bild von Coronation? Eigentlich die ganze Repräsentation von dem Sport und von der Gemeinschaft und nicht nur sozusagen Klamotten produzieren und tragen, sondern einfach auch alles, was drumherum passiert. Auch hier der Workshop, die Gemeinschaft und ja, das finde ich einfach toll. Genau. Hier auch nochmal den Appell, wenn du in der Nähe wohnst von Münster, dann musst du unbedingt zu den Calisthenics Meetups vorbeikommen, weil wir bieten hier gratis Workshops, gratis Training, die Leute können sich hier austauschen. Es sind wieder ungefähr 50 Leute aus, nur aus NRW, sondern aus Aachen, aus Hamburg, aus Paderborn, aus den ganzen umliegenden Städten. Und das finde ich extrem, extrem spannend. Und dazu gehört halt auch Bremen bzw. Rothenburg. Genau, sehr, sehr cool. Was würdest du an Coronation besser machen? Ich glaube, ich würde ein bisschen mehr Klamotten auch für Frauen produzieren. Also es ist schon einiges da, aber es fehlt noch ein bisschen was und auch so ein bisschen die Abwechslung. Sonst habe ich eigentlich gar nichts zu kritisieren. Okay. Wenn du sagst, mehr Vielfalt, mehr Sachen für Frauen, was würdest du dir genau wünschen? Gerne Hosen, vielleicht ein paar T-Shirts auch, also nicht nur Tanktops, sondern T-Shirts. Und das wäre ganz gut. Ja, sehr cool. Weil das ist für uns extrem, extrem wertvoll, wenn wir wissen, was die Community besser machen würde und sich wünscht. Dann können wir nämlich daran arbeiten. Und ja, das sind eigentlich die Fragen, die mir so am Herzen liegen. Vielleicht noch die abschließende Frage. Was hat dich dazu bewegt? Du hast ja auch in unserem Online-Shop bestellt. Was hat dich dazu bewegt, im Online-Shop zu bestellen? Die Qualität, dass es aus Deutschland kommt, das finde ich total klasse. Dass ihr ein Startup-Unternehmen seid, also noch nicht ganz so groß. Und ich finde es wichtig, dann solche Leute zu unterstützen und nicht nur bei den ganz großen Marken zu kaufen, wobei ihr ja auch schon im Calisthenics-Bereich sehr groß seid. Und ja, das war eigentlich so der Anreiz. Sehr cool. Danke, Christina. Danke für deine Ehrlichkeit. Und ja, dann lass uns noch ein paar Klimmzüge zusammen machen und dir noch einen wunderschönen Tag. Dankeschön, dir auch. Macht's gut, Gorillas. Bis zum nächsten Interview und euch viel Erfolg im Leben, im Calisthenics. Und im Calisthenics. Bis dann.